weiter im Programm mit FIFA 16 und heute geht es gegen den SC Freiburg. Heute hoffen wir, dass es endlich passieren wird und Lewandowski die 30er-Tore-Marke knackt. Er braucht dafür noch ein Türchen und dann haben wir es. Dann haben wir die goddamn 30 Tore. Aber erstmal Bale mit einem ansehnlichen Lauf am Anfang. Lahm. Müller. Etwas zu weit, der Ball vorgelegt, beziehungsweise vielleicht auch versprungen. Bale, Flanke, Costa! Perfekter Start in diese Partie. 1:0, Douglas Costa. Das war aber auch ein halber Torwartfehler, dass er da nicht zum Flankenball gegangen ist. Dann ist das Ding ja ein easy Ding für Costa. Der schießt ein Tor mit dem Kopf. Das war auch schon sein 12. in dieser Saison. Mal wieder das 1:0. Aber das kennt man ja von Costa. Er ist ja einer der 1:0-Schützen par excellence. Aber wir schauen jetzt mal, was der SC Freiburg dagegen setzt. Was Schuster, Kerk, Flanke, die hat aber Courtois. Bale, gut gemacht. Oh, Bale über das ganze Feld. Unten ist Müller, hat er gut gesehen. Und jetzt Müller. Ah, fast mit dem 2:0. Alaba. Müller. Bale. Ah, schade. Oh, was war das denn von Torrejon für eine Aktion? Auf jeden Fall gibt es eine Ecke. Und ist gut. Aber Schmulow hat den Ball. Benatia. Vidal. Zu kurz für Costa. Alaba. Ist egal, Vidal hat den nochmal! Knapp vorbei von Arturo Vidal. Schmolow mit dem Abstoß auf die linke Seite. Kerk. Günther und Kroos. Vidal verliert den Ball. Guede zu Hufnagel. Der gegen Alaba den Strafraum Benatia klärt. Und dann Bale. Müller. Lewandowski zu Bale. Und Bale hat ein Tempo von 94. Und das wollte ich gar nicht, aber er hat einen Lupfer gemacht. Ich hatte gerade drei Gedanken und naja, alle waren irgendwie falsch. Einwurf. Vidal. Müller, Chance. Lewandowski. 30. Ja, da ist die 30. Lewandowski mit dem 30. Saisontor. Nach schöner Vorarbeit von Müller und ein wunderschöner Schuss ins kurze Eck. Lewandowski mit dem 2:0 und mit seinem 30. Saisontor. Hashtag Levi30. Perfekt. Und nochmal für alle, die es mir nicht glauben, lest es unten. Lewandowski. Bam! 30 Tore. Der Garant im Sturm diese Saison. Costa. Schade. Torrejon. Kerk.
Pedersen, Ex-Bayern-Spieler, 2010 von Cottbus gekommen, war damals Torschützenkönig in der zweiten Liga für Energie Cottbus, hat bei Bayern 9 Tore geschossen, nee, 9 Einsätze gehabt und 3 Tore geschossen, so. Oh, war das herrlich gemacht. Ein Innenverteidiger fällt hin. Pass von Müller und dann zack, da will er zum Kopf und dann hat natürlich Costa freie Bahn und das mit seinem schwachen Rechten macht er ganz gut. Und es steht 3-0 und die erste Halbzeit ist noch nicht vorbei. Das ist jetzt schon eine bittere Pille für Freiburg. Und die kann auch viel bitterer werden. Costa Lewandowski! Schade. Nummer 31 noch nicht. Ja, holt den Ball, aber der passt dann eher unglücklich. Aggressives Ballgehen ist es egal. 3-0 steht zur Halbzeit. Lewandowski hat sein 30. Tor. Und er hat es auch noch vor heimischem Publikum gemacht. Perfekt, da geht es eigentlich gar nicht. Und es geht jetzt ernsthaft. Also die nächste Aufnahmesession, die ich machen werde, da ist dann schon die zweite Saison auch schon vorbei. Krass, wie schnell das geht. Wundert mich jetzt echt. Oh, Freiburg, jetzt wieder Chance. Courtois darf sich mal auszeichnen. Ich habe das Gefühl, das war die allererste Parade, die er überhaupt hingelegt hat. Oh, naja. Ginter. Pedersen. Und der Ball geht ins Aus. Das nächste Spiel ist gegen Dortmund. Genau, Dortmund in der Liga. Dortmund im Pokal und Juve im Champions-League-Finale. Und Arsenal im Champions-League-Finale. Das sind die letzten drei Spiele, die hier noch anstehen. Also alles nur Top-Spiele. Jetzt haben wir erstmal so. Und Courtois darf sich nochmal auszeichnen. Ecke für Freiburg. In den Rückraum gespielt. Sneaky Aktion, aber Stanko verspringt der Ball. Der Ball kommt immer noch mal nach unten. Schuster. Und ist er bei uns. Müller. Groß. Groß. Hau mal hin. Rau! Oh Gott. Da stelle ich mich hinter der großartigen Schusstechnik eines Toni Kroos vor. Costa. Oh! 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 Oh nein! Und dann am letzten hängen geblieben. Mann. Schade. Dieses No-Touch-Dribbling ist echt manchmal richtig nützlich. Manchmal. Wenn man weiß, wenn man es richtig einsetzt, dann... Ja, das war schon... Die Hälfte war richtig und dann habe ich es auch noch übertrieben am Ende. Ja, nee, schade. Noch nicht zu der 31, noch nichts. Alaba. Oh, ein Seitenwechsel. Bale. Ach, da wollte ich wieder zu viel. Ja, komm, 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 ha? 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 Paul?
Schiedsrichter sagt nichts. Ja, dafür gibt er jetzt natürlich Foul und Gelb wahrscheinlich. Jo. Freiburg jetzt übers Mittelfeld. Die stehen offensiv, das finde ich gut. Kann man immer so schön durchkontern. Vidal. Ganz oben habe ich ihn gesehen. Das ist Gareth Bale. Oh, Schwolloff hat es geahnt, diese Drecksau. Dieser kleine Pisser. Stanko. Günther. Groß. Lahm. Müller. Guter Ball, aber Costa falscher Laufweg. Oh, Costa gegen Alo. Mann, ey. Da wird der Schuss ernsthaft noch so geblockt. Und ist vorbei. Wir gewinnen mit 3:0 gegen Freiburg. Unser letztes Heimspiel. Und jetzt noch einmal gegen den BVB im letzten Spiel. Ist doch immer nicht sogar ein... Kalender ist doch ein Auswärtsspiel, ne? Ja. Wir kriegen dann in Dortmund den Meisterschal überreicht, natürlich auch super. Oh naja, man kann sich's dann nicht aussuchen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahmesession wieder. Beziehungsweise ihr seht mich in der nächsten Aufnahme wieder. Und dann mache ich die letzten drei Spiele. Bis dahin. Tschüss.